größte Gefahr für die Menschen. Was ist das? Ein Sturm, eine Epidemie, eine Pest, ein Super-Tsunami, ein Meteorit, ein verheerendes Erdbeben, ein Dioxid. Nein, das ist allein der gemeine Faschist, der die größte Gefahr für die Menschen ist und sein unschuldig grinsender Mitläufer ist. Der verbiesterte kleine Pegida-Rassist. Der größte Idiot auf dem Erdenrund ist das ein Spinner, ein Linker, ein Idealist, ein Moslem, Buddhist, Hinduist oder Christ, ein verträumter Professor, ein Nerd, ein Autist. Nein, das ist allein der gemeine Faschist, der größte Idiot auf der Erdkugel ist. Der hinter dem Vollpfosten herläuft, das ist der verbiesterte kleine Pegida-Rassist. Der größte Verbrecher ist der El Capone, ist der ein Spekulant oder ein Drogenbaron, ein Bossträuber, Killer, Camorra, Padrone oder ein Serientriebtäter, ein Doppelspion. Das ist allein der gemeine Faschist, der größte Verbrecher auf Erden ist und sein heimlicher Tatvorbereiter, das ist der verbiesterte kleine Pegida-Rassist. Wer ist denn der Champion in allen Rekorden beim heiteren Frauen- und Kinderermorden? Ist der Anarchist, Stalinist, Protestant oder ein Kreuzritter ohne US-Präsident? Nein, das ist alleine der deutsche Faschist, der weltweite Meister im Massenmord ist und der neben dem Leichenberg rumsteht, das ist der verbiesterte kleine Pegida-Rassist. Er hat den abscheulichsten Krieg angefangen. Er hat ungeheure Verbrechen begangen. Er hat unsere Brüder ins Lager getrieben, ins Gas und ins Feuer und ist uns geblieben. Und wenn man bedenkt, wie das alles geschah, ist am Ende die Dummheit die größte Gefahr, dass man all die Erfahrungen so schnell vergisst und er immer noch unter uns ist, der die scheiß AfD-Welt, der kleine Rassist.